Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Samstag. Ich hatte gestern meinen letzten Arbeitstag und auch wenn ich super, super gerne arbeiten gehe, dann freue ich mich doch jetzt auch so ein bisschen auf die 2 Wochen Urlaub, ein bisschen Vorweihnachtszeit. Ich habe tatsächlich noch absolut gar kein Geschenk, aber ich nutze immer die Tage vor Weihnachten gerne, um so ein bisschen was selber zu machen. Ob irgendwie ja, aus der Küche was oder irgendwie was selbstgebasteltes oder so. Ich finde, das wertet immer Geschenke, die man vielleicht schon hat oder Gutscheine oder was auch immer, noch ein bisschen auf. Und da freue ich mich jetzt sehr, so ein paar Ideen auszuprobieren. Mein Freund schläft aktuell noch. Also ich nutze allgemein immer den Morgen sehr gerne für so ein bisschen Me-Time. Also ich habe eben schon Yoga gemacht, ganz entspannt gefrühstückt und geduscht. Und mal gucken, was jetzt der Tag noch so bringt. Raus habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf, weil es ist super schlechtes Wetter und die Stadt wird auch richtig voll sein. Also ich denke mal, das, was mir dann noch fehlt an Geschenken, werde ich wahrscheinlich irgendwie noch kurzfristig bestellen. Ja, und dann mal schauen, was noch so kommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende und auch einen schönen Tag. Macht euch keinen Stress. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ist es ja immer so ein bisschen, da läuft man schnell schon mal auf Hochtouren und versucht irgendwie alles zur richtigen Zeit irgendwie perfekt zu machen. Aber bleibt ruhig. Es ist okay, wenn man nicht alles schafft und man kann auch Dinge abgeben oder einfach mal liegen lassen. Und kann trotzdem ein schönes Weihnachtsfest haben, auch wenn nicht alles picobello ist. Demnach, ja, bleibt gechillt, macht euch einen schönen Tag und wir sehen uns wieder.